Traudi heißt das Motto des Junge Wirtschaftssummit 2019. Getreu diesem Motto lädt die Junge Wirtschaft Braunau am Donnerstag, 4. April, zum Thema Mentale Gesetze zum Erfolg in das Veranstaltungszentrum Braunau. Manuel Hohreth, bekannt aus Fernsehen und als Bestsellerautor, wird als Mentalist die Besucher in seinen Bann ziehen. Der Manuel Hohreth hat mich 2017 auf die Bühne geholt für ein Experiment und das Phänomen Manuel Hohreth hat mich seitdem nicht mehr losgelassen, weil ich durfte da einen Arm einer Dame, die ungefähr ein Drittel von mir gewogen hat, probieren, den Arm wegzukriegen vom Kopf, und es ist mir nicht gelungen. Und das Thema Mentaltraining mit Gehirn, also Gedankentraining etc., hat mich seitdem sehr fasziniert und fasziniert noch immer, und deswegen war es mir sehr wichtig, den Manuel Hohreth eben nach Braunau zu holen. Ziel ist, das Publikum für das mentale Training zu begeistern. Wie trainieren die Spitzensportler mentales Training und wie können wir es in unserem Alltag verwenden? Wie können wir wirklich, wenn wir mal einen Stress haben, auf Knopfdruck wieder entspannter sein, gelassener sein? Wie können wir, wenn wir uns über was ärgern, einfach schnell umschalten können oder vielleicht mehr Selbstvertrauen haben? Also dieses Thema mentale Gesetze, was steckt dahinter? Wie funktioniert es? Das ist sozusagen das Ziel. Hohreth betreut als Mentaltrainer höchst erfolgreich Profitrainer, Sportstars, Kampfmannschaften und hochrangige Persönlichkeiten aus der Wirtschaft. So gesehen passt der Mentalist perfekt zum Junge Wirtschaftssummit Traudi Ende September in Linz. Da treffen sich 1500 Jungunternehmer zu einem Summit mit sehr vielen guten Speakern. Da geht es um das Thema, eben sich etwas zu trauen, und darum passt Manuel Hohreth natürlich perfekt als Einstimmung in das Traudi-Jahr 2019 nach Braunau. Sich trauen, ein Thema, mit dem Hohreth immer wieder konfrontiert wird. Mentale Kraft der Gedanken ist eine definitiv wichtige Geschichte, denn wir wissen alle, das, was wir denken, das fühlen wir auch in Wirklichkeit. Und wenn ich mir den ganzen Tag denke, dass ich ein Depp bin, dann glaube ich es in Wirklichkeit irgendwann auch einmal. Das heißt, das, was ich denke, wirkt auf meinen Körper, und das kann ich steuern, das kann ich trainieren. Die eigene Vorstellungskraft stärken, nur ein Thema des Abends in Braunau. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Wir haben nur 500 Sitzplätze, von diesen 500 sind noch 150 frei. Also bitte schnell anmelden, first come, first serve, beim eingeblendeten Link, ganz, ganz wichtig. Mentales Training zu erleben am 4. April im VAZ in Braunau ab 19 Uhr.